Molle, the time is here. Wir schauen uns die Highlights an vom zweiten Teil Illegaler Summer Games. Unglaublich geiles Event, hat so viel Spaß, man hat so eine geile Zeit. Aber ich habe gar nicht gesehen, wie das von außen aussah. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Zweiter Teil waren, glaube ich, noch geilere Games dabei. Wir gehen rein. Das Quidditch. Wir sehen hier drei wunderschöne Schwimmreifen in diesem wunderschönen Pool. Und ihr werdet gleich versuchen, mit Tennisbällen in diese Reifen reinzuwerfen. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr Punkte. Erster Ring, wenn ihr den grünen Ring trifft, habt ihr ein... Wenn ich die Aufgabe schon sehe, bin ich so glücklich. Ein Punkt, zweiter Ring, drei Punkte, dritter Ring, fünf Punkte. Jeder von euch wirft fünfmal. Eli, wir starten, auf jeden Fall. Risiko oder Sicherheit? Eli geht direkt auf drei, verfehlt das knapp. Höhe stimmte, Respekt. Jetzt Mo. Mo geht, glaube ich, auch auf drei. Nee, er geht auf... Ah, ist das knapp, die Höhe stimmt und das ist echt nicht leicht, Leute. Wer auch sonst. Rohat geht direkt auf 5. Jetzt Erné. Erné geht auf, auf Mittelding. Auf 2. Die hatten 30 Würfel. Aber mit Wille. Knappes Ding. Jeder von euch hat 5 Würfel. Jeder von euch. Nicht insgesamt, genau. Mo Ober. Oh, der war. Macht er gut. Aber es reicht nicht ganz. Jetzt Rohat. Big Sosa, komm. Es hat wirklich noch keiner reingehauen, ne? Es ist nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Big Sosa hat schon Ausdauer bewiesen. So, ich würde mal, als nächstes machen wir, wer mit dem Kopfsprung durchkommt. Mit seinem einmonatigen Submarathon. Bisschen der Shootingstar, Rohat. Jetzt Erné. Oh, bisschen weiter nach vorne. Zeit haben wir nicht tatsächlich, weil die Sonne geht unter. Wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen, aber... Oh! Ja, guck. Dritte Wurf für Eli. Also Eli ist aber auch ass. Da regt er sich auf. Er wirft genau zwischen die. Also das ist ja noch nicht mal knapp. Da ist 2 Meter zu jedem Ring. Ist gut, Digga. Die anderen Teams haben Zeit, sich das von unten in Ruhe anzugucken und zu analysieren. Und der ist gut. Oh. Ticken zu weit rechts, Mo. Rohat. Oh, das war der knappste Wurf. Ja, ganz enges Höschen, Rohat. Digga, das ist so unlucky, ne? Das ist unlucky und Erné auch geht unlucky. Mit 0 Punkten aus diesem Spiel raus. Wir müssen einen. Ich sag euch eins, wir haben das gestern ausprobiert. Es ist wirklich verdammt gut, was die da machen. Oh. Verdammt knapp auch das Ding hier von Amar. Digga. Also Eli, das ist ja auch wieder... Was sagt er dazu? Wieso regt er sich denn auf? Man wirft... Es war der Wind. Oh. Ich glaube, alle sind geblendet von dieser wunderschönen Aussicht. So geil. Die waren eh schon gebrochen, weil sie keine Punkte mehr sammeln und dann das. Und wir sitzen da unten. Es ist einfach, es ist so schön. Es ist so schön. Weil es so schön ist, da trifft man auch nicht so einen Ring. Ja, man guckt hier in Richtung Mittelmeer. Ist er. Ich glaube, gleich kommt jeder der letzte Wurf, ne? Aha, Techniker. Warum man nicht auch hier vorne den einen Punkt mitnehmen, ne? Digga, das Dumme ist, die gehen jetzt alle auf. Amar, Amar, ja, das ist mit so Kraft. Ja! Oh! Die haben jeder 5 Würfe, jeder. Rater! Wichtig! 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 Wichtige 3 Punkte. Da ist der erste Treffer. Durch Eli Geller. Oh. Irgendjemand hat am Ende den Pool. Die mit Aggressivität. Komm, Amar, mach ihn wie deutsche Erling Haaland. Oh! Was eine Peitsche, Amar! Das kann nicht sein, der springt vom Ring gefühlt wieder raus. Egal, die müssen erstmal. Habt ihr alle Bälle? Ja. Oh. Das war's, ne? Gut, ihr habt einmal getroffen in dem mittleren Kreis, das sind 3 Punkte. Jawohl. Das nächste Team kommt einmal bitte zu mir nach oben. Trimax geht voran. So mit links. Wir hatten überhaupt überlegt, soll ich mit links werfen? Ich meine, die anderen haben nicht einmal getroffen. Das schafft er. Der Mann mit dem einen Arm. Der einarmige Bandit namens Max. Mit links sieht so kacke aus zu werfen. Aha! Oh, da ist das Ding drinne! Mit links! Trimax direkt mit dem ersten. Da geht er hoch, der Stinkefinger! Da ging er hoch! Okay, der nächste. Da muss der Stinkefinger hochgehen. Vorhin haben wir gesagt, das ist sau schwer. Stellt euch erstmal da oben hin. Wenn ihr erstmal da oben seid, dann seht ihr, wie schwer das ist. Zack, erster Wurf mit links drinne. Es war auch gar nichts mehr zu hören. Ich sag euch eins, ich habe ja Sport studiert und. Aber mit links werfen ist echt richtig scheiße. Kann das hier jeder bestätigen, also wenn du Rechtshänder bist. Also mit der schwachen Hand werfen, das macht man gefühlt nie. Das ist so scheiße. Da haben wir mit links, also mit der schwachen Hand, auch immer die Sachen machen müssen. Badminton zum Beispiel. Oft ging es mit der schwachen Hand leichter, weil man sich da noch mehr konzentriert hat. In den Ring aber rein, ne? Warum dachte ich gerade, der hatte Gefühl, der muss nur den Pool treffen. Prones. Nee, Ring ist schon... Oh, aber ihr habt einen Punkt. Dank Linkshänder Max. Sitzt der Bierkönig.
Der Bierkapitän. Komm, der ist drinne. Das sind 3 Punkte tatsächlich fürs Team von Sydney. Liegen wir einfach schon vorne. 4 Punkte insgesamt. Seid ihr jetzt schon bei 4? Weiter geht's, weiter geht's. Sid, Junge, was eine Kurve. Gut. Merkt euch immer bitte, wie oft ihr geworfen habt, ja? Mhm, sagen sie. Komm mal, Pool getroffen. Zweiter Durchgang jetzt, oder? Jetzt Reason. Wäre mal wichtig. Also Reason-Würfe sind ja bad. Der hat euch mal die Reihe getroffen, das sehe ich jetzt erst. Sid, also ein Gesamtsieg. Komm. Der Wind. Wolltest du in den letzten rein? Nee, eben schon mal getroffen. Oh! Sid kann sehr gut werfen. Ey, Sidney! Und jetzt Trimax, der hat den Bann gebrochen, früh mit seinem ersten Wurf. Nein, mit links, knapp daneben. Und jetzt Omet. Ja, nein! Boah, sah gut aus. Und jetzt Reason. Seit gestern wissen wir, versenken kann er. Und lol! Die Dame von gestern noch im Kopf, da hast du recht. Oh. Und jetzt Sid, der Versenkkönig. Oh. Sids Würfe sind gut, Sids Würfe sind sehr gut. Technisch ist Sid in diesem Spiel der Beste. Und jetzt Air Trimax. Ja. Oh. Oh. Und da geht der Gruß wieder rüber zu Lieneli. Junge, 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 Trimax und sein linker Edelhaken. Oh, besser, besser. 5. Das hat das andere Team so gebrochen. Ich habe sie noch so lange provoziert und die haben gar nichts, da kam nichts mehr. Punkte habt ihr schon. Wieder auf 1 gegangen. 5 Punkte für Team Sydney. Das muss man erstmal holen. Ich glaube, du wolltest wieder die... Alter Eldos, what the Mickey, fuck? Mickey, jetzt hol mal was fürs Team. Und jetzt Mickey. Hol mal was fürs Team. Der trifft. Rückwärts will er werfen. Der? Sag ich. Oh, der war zu arrogant. Leichtsinnigkeit. Was macht der da? Was? Was machen die denn? Keiner trifft den Pool. Na, Eldin geht vor. Junge, frische. Statt Routine in die Mitte. Boah, der war nicht schlecht von Anton. Ja, aber Micky, wir müssen nur 2 hinten treffen und haben gewonnen. Oh! Das war so eine Kacktaktik. Die müssen 2 hinten treffen und haben gewonnen und kein einziger wird jemals hinten treffen. Ja. Da war auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht wieder rückwärts. Micky, es waren schon einige schlecht, aber ich glaube, du bist der Schlechteste. Ja. Wenn ich einem 5 zutraue, dann Willi. Also aktuell trägt das Outfit dieses Spiels Team Sydney. Oh, der war scheiße. Oh, no. Du verstehst, was ich meine, oder? Schau mal. Oh, Eddie, Junge. Rein und dann vorne. Boah, wir müssen nur 2-mal die 5 treffen, dann haben wir es. 0-mal die 5. EG. Auch verfehlt. Schade. Da war's da. Oh. Knappes Gerät. Aber oh, das war die gefühlvolle Variante. Ja, merkst du, hab ich nicht. Kann ich stoßen. Kommt eher übers Heftige, hey, der ja. Willi. Wenn er sich nicht bewegt, ist er, glaube ich. Ja, aber es bewegt sich noch ein bisschen. Es ist halt auch ein bisschen Wind mit dem Spiel. Nicht schlecht. Eldos ist dem Ganzen jeder noch ein. Immer nah. Jetzt 0 Punkte, Jungs. Micky mit der tätowierten Hand. Ja, das ist sie. Boah, wie der sich auch bewegt. Oh, Junge. Ey, ihr seid knapp. Wir müssen also zum Ausgleich. Wie groß ist Marc? Ich würde sagen, Marc ist so groß wie ich. Ich glaube, der ist auch so 1,93, würde ich sagen. Der ist drin. Oh, wenig Gefühl. Mach lieber wieder Kraft. Den Pool einfach. Mach dich unsterblich. Die letzten 3, glaube ich. Den macht er super. Ja, das sieht von hier oben aus. Ja, gut, damit könnt ihr es tatsächlich nicht mehr schaffen, aber habt es nochmal gemacht. Wir gehen runter zum nächsten Spiel. Robby, wer hat das Spiel gewonnen? Ich glaube, die stellen sich da eine halbe Stunde hin und werfen und am Ende ist es einfach eine Null. Sehr, sehr eindeutig. Ja. Team Sydney, oder? Also Micky als Gesamtführer hier leider im Topf der Gier gewesen. Sid hat es gepackt und holt damit die ersten richtig wichtigen Punkte. Holt sie. Ich war der Einzige, der 2-mal getroffen hat. Aber 2-mal die 1er. 7 Punkte und pirscht sich damit ran. Bei dem nächsten Spiel geht es um Folgendes. Es wird sich jeweils eine Person auf diese Seite hier stellen und wird Becher auf den Kopf bekommen. So,
Selbstverständlich auch mit einer Schutzbrille. Werdet ihr selbstverständlich auch bekommen. Willst du das mal vormachen, Amma? Du hast, glaube ich, den besten Kopf dafür. Und die anderen Leute aus dem Team, aus dem eigenen Team, werden versuchen, diesen mit Wasser getränkten Ball, und das muss ich sagen, mache ich auch gerne jetzt gerade mal als Probewurf, ich werde versuchen, die Becher von da oben runterzubekommen. Relativ einfach. Stimmt, in der ersten Folge war Marc noch super, super braun, super, super Farbe, und jetzt ist er mittlerweile in der zweiten Hälfte ganz schön rot mittlerweile. Relativ simpel. Sydney hat gerade gewonnen, deshalb dürft ihr entscheiden, wer dieses Spiel beginnt. So, jeder hat einen Wurf und es gibt zwei Runden. Team Eli fängt selbstverständlich wieder an. Amar, bitte nicht übertreten. Ach so. Ganz, ganz wichtig, deshalb ist hier die Markierung. Hier nicht drüber, du auch nicht drüber. Auf geht's. Und wie sehr er sich freut, dass das kein Lederball ist. Der Arme, ne? Der tut mir leid ein bisschen. Ja! Zählt leider nicht. Nee. Es darf kein Gesicht getroffen werden. Also könnt ihr treffen. Nur ins Gesicht getroffen. Aber ihr müsst wirklich die Becher treffen, auch Körpertreffer zählen nicht. Rohat. Mach das. Den hat man jetzt nicht gesehen, den Ball in der Kameraperspektive. Da bräuchten wir vielleicht auch mal Drohnenaufnahmen von oben. Eine Art Lupfer. Aber ey, nee. Stoisch bleibt er da. Weiter geht's. Du bist der Beste! Das war, ein Treffer. Ein Mo-Oberregels. Treffer sogar. Ey, der war richtig. Achso. Das hat ja jeder im Team. Wow, wow, wow. Wieso zeigt er? Er wirft immer ganz schlecht und zeigt dann dahin einfach. Das war ein Treffer. Ein Mo-Oberregels. Treffer sogar. Wohin? Achso. Er regt sich dann immer auf. Auch vorhin beim Werfen trifft er gefühlt den Pool nicht und zeigt dann auf die Ringe, als ob da irgendwas nicht stimmt. Guck mal hier. Guck mal jetzt den Wurf an. Das hat ja jeder im Team. Keiner weiß, wo der Ball ist. Der ist einfach gone. So. Und jetzt regt er sich auf und zeigt irgendwo hin. Wow. Da. Und beschwert sich da, weil da irgendwas nicht stimmt. Er wirft ihn einfach sogar. Das ist ein Weitwinkelobjektiv. Und er wirft es einfach aus dem Bild. Geh mal ein bisschen überdimensioniert. Ihr habt in der ersten Runde. Nee, ihr habt in der ersten Runde einen Punkt. Nächste Team ist dran. Wer ist dran? Marc achtet auf die Füße. Ah, der war knapp. Broski mit einer Einwurftechnik. Er wirft ihn einfach mit einem Einwurf in die Eier. Das ist so random alles. Das war ja alles. Marc achtet auf die Füße. Also gar nicht. Guck mal bitte. Broski mit einer Einwurftechnik. Das war in der Richtung Gemächt. Ich finde die so schwer einzuschätzen vom Gewicht. Ne? Haben wir schon gesagt, die nächste Runde ist mit Medizinball. Ja, nächste Runde klar mit Medizinball. Alles und jetzt Wiska Barca. Nein. Vor dem Job, den Willi da macht. Digga, man hat keinen einzigen Ball gesehen in der Kameraperspektive. Das Team Sydney. Reason immer auf den Jüngsten. Trimax beginnt. Der Wind ist gerade zu stark. Ja, der Kopf ist so doof. Oder der Kopf ist komisch. Kopf? Der müsste da jetzt jemand anders stehen tatsächlich, weil sein Kopf ist nicht geeignet. Das sieht gut aus, Omet. Der Torwart hält beim Eli Geller Real Life Cup Fußball. War jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich voll? Nee, da haben wir gar nichts. Also wir haben am Tag vorher stark getrunken, tagsüber auch schon und abends. Aber wann war ich im Bett? Ich war um 2 im Bett, war ich am nächsten Morgen wieder fit. Und dann an dem Tag haben wir zu dem Zeitpunkt bisher nichts getrunken gehabt, ne. Erst danach wieder. Schade. Prons ist einer, dem traue ich zu. Ja. Wie nervig wäre das auch da betrunken gewesen zu sein. Ah, oh, ganz enges Ding. Wenn es einer macht, dann Sid. Und Sid, bekannt als Einwurfkönig. Im Basketballstil. Er fiel schon vorher. Ja. Eli himself hat die Dinger drauf. Nein, war nicht. Mo, bleib ruhig, bitte. Ready? Ah, er fiel von alleine. Hat das Gefühl, sobald der Ball kommt, bewegt sich dein Kopf. Ball kommt gleich. Vorletzter Wurf für Team Eli. Oh, ist ein ganz knappes Ding. Leute. Macht Amar den Wilhelm Tell. Willi hilft, Eli steht und Amar wirft. Und jetzt wird's crazy. Habt ihr es gesehen? Er hat sie getroffen und sie haben sich nicht bewegt. Warum haben sie sich nicht bewegt? Weil sie vorher ins Wasser gefallen sind und alle Becher haben sich an den Seiten, weil die ineinander gesteckt steckten, mit Wasser vollgesaugt. Willi hilft, Eli steht und jetzt hat er die schweren, nassen Becher in seinen lockigen Haar wirft. Amar trifft. Oh, der Becher fällt nicht runter. Was war das denn? Und das war mit der Grund, warum sie es nicht ins Finale schaffen konnten. Krass, oder?
Wären die Becher nicht nass gewesen, das Ding wäre runtergefallen, hätten sie das Ding noch gewinnen können und dann hätten sie im letzten Spiel mehr Gas gegeben und hätten es noch ins Finale schaffen können. Touchiert! Weil sie nass waren und ins Wasser gefallen sind. Wie krass ist das? Das hat keiner gecheckt, das hat nur ich gecheckt. Oh. Aber die Dinger bleiben drauf, das darf nicht wahr sein. Und jetzt war ein Punkt, aber wirklich wichtig ist, auch wenn was kommt, nicht gegenmachen. Aber es war ein Punkt, komm, den Punkt lassen wir zählen. Frag Robby natürlich nochmal schiedsrichtermäßig da oben. Da müsste ich nochmal, ja. Außer Frage, aber wir lassen den Punkt. Ja. Zählen. Willi. Was ist? Jetzt Broski. Okay, okay. Elis Team gerade super knapp, ne? Oft unlucky gewesen. Vorhin, was sagt der Chat hier für Spoiler? Das Event ist 3 Tage gewesen. Aber die kommen noch. Oh, der ist eigentlich herausragend geworden. Also wirklich festgewachsen, die Dinger bei dir auf dem Kopf, ey. Habt ihr alle schon geworfen? Gut, dann habt ihr einen Punkt in diesem Spiel. Sind die nächsten dran. Weiter geht's. Wir warten kurz den Wind ab. Und jetzt wird geworfen. Wie gesagt, wenn er vorher runterfällt, ist egal, dann... Der ist gut. Ganz, ganz eng. Das ist jetzt bitter. Mein Gott. Sidney, jetzt kommt dein Favorit, jetzt, ne? Das ist jetzt krass. Das Ding weg. Also Elis Bruder sagt... Danny und Sid, die besten Werfer. Sidney macht ihn jetzt. Es ist alleine die Aura von Sidney oder der Wind. Hübsch. Der geht daneben. Und jetzt werfen nur noch Reason und Omid. Und die können beide, das waren unsere schlechtesten Werfer. Deswegen haben wir die nach hinten gepackt. Es geht auch mit Wucht, ne? Oder mit Eleganz. Dafür steht Omid. Oh! Und Omid trifft. Omid trifft, dadurch gleichen wir aus. Oh! Also, den habe ich nicht gesehen. Wahnsinn. Was ein schöner Wurf. Omid, ein Screamer, ist sagt die man. Power Englisch. Wieder drin. Clean. Im Basketball wäre das ein Swish gewesen. Ja. Ein Swish im Basketball. Und jetzt Reason, der wichtigste Wurf des Tages. Ein Screamer und Omid feiert. Reason. Oh, der zählt, der zählt. Der zählt. Ja. Bobby, ja. Aber für mich hat der gezählt. Also wir sagen hier oben, wir müssen nochmal eine Slow-Mo sehen, aber der zählt Slow-Mo ziemlich an. Sicher. Ja, er zählt. Ja. Trifft den Becher leicht. Millimeterarbeit. Klar, Kopf wackelt auch, aber auch Becher getroffen. Ganz knappe Nummer. Also wir sagen hier oben, wir müssen nochmal eine Slow-Mo sehen, aber der zählt Slow-Mo ziemlich an. Sicher. Ja, er zählt. Ja, aber zählt, ganz, zählt. Aber ganz knapp. Unfassbar. Bist du verrückt? Reason, du Teufelskerl! Hab ich dir gesagt. Team Eli kann nicht mehr... Eli ist so gebrochen, Eli konnte... Wir gehen ins letzte Spiel und Eli kann noch nicht mal mehr ins Finale kommen. Ja, aber wir... Ja, also für den Spaß. Wir spielen das Spiel jetzt noch für den Spaß, weil es ein schönes Spiel ist für den Spaß. Super einfach und super simpel. Es werden gleich alle in diesen wunderschönen Pool springen und die Luft anhalten. Die Leute, die gehandicapt sind, stecken einfach nur ihre Köpfe rein und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Ja, wir fangen auch direkt an mit Luft anhalten. Auf die Plätze. Ihr holt jetzt schon mal alle Luft. Es gibt auch Unterwasserkameras, ne? Pinkeln im Pool wäre nicht so gut. Miki, du musst den Kopf noch rein. Geht das? Das sieht überragend aus. Miki, bist du bereit? Weil dann würden wir jetzt wirklich mal starten. Du Bild des Tages Wasser. Für mich. Ihr habt alle Luft geholt. Auf die Plätze. Fertig, taucht. Ja. Schöne Männer, haben sie auch die Lunge. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Ich war, guck mal, es sind 8 Sekunden und ich hatte jetzt schon den gigantischen Reflex aufzutauchen. Irgendwie, wenn der Arm oben ist und nicht nass werden darf, so scheiße Luft anzuhalten. Es war so unentspannt. Ich war schon bei 5 Sekunden, dachte ich schon, hä? Was ist das denn? Ganz nervig. Warum? Gips darf nicht rein und Mikis Tattoo auch nicht. Ganz schlecht. Man muss ganz nach unten. Ja, man muss sich so runterhalten. Ich habe die ganze Zeit gekämpft, weil man dann auch wieder hochgegangen ist und ich drücke mich runter, aber ich darf nicht zu weit runter. Und dann nach 8 Sekunden war ich gefühlt, also, da wusste ich schon, das ist so scheiße. Mickey und Max, ich lasse gleich. Bilder, die sich, Willi ist der. Willi. Was ist denn da los? Ja, warte. Der Erste, der oben ist. Willi war 15 Sekunden. Hat der nicht die beste Lunge von uns? Wenn ihr jetzt erst dazu schaltet, die sind nicht tot. Die müssen tauchen. Miki mit Nase zu halten? What the fuck? Miki, ganz spannende Technik. Nase zu halten im Schwimmbad? Macht man das nicht nur, wenn man 5 Jahre alt ist und vom Einer springt? Sieht ein bisschen aus wie ein Musikvideo aus den 80er Jahren. War das Eli, der hochgekommen ist? Ja, ich glaube schon. Rohat kämpft noch. Rohat kämpft. Noch alles unten. Eli ist auch noch unten. Ja, Eli ist noch da. Ja, Eli ist noch jo, da. Jo, sit mit den Augen Anton, auf, Alter. Ja, ja, Anton auch noch da. Nee. Das Ding ist, komm raus mit deinem so Tattoo. Ein Handicap, ich weiß, klar. Weil du musst richtig runter. Ja, ja.
weil das blockiert. Ja, hat er recht, Micky. Ja. Also ich kann bestimmt 2 Minuten. Zwei Minuten ist jetzt übertrieben, aber ja. Aber 2 Minuten ist echt lang. So, wir haben wir es doch. Und tatsächlich, ihr könnt ihn rausholen. Rohat ist. Jetzt hieß es, ihr könnt ihn rausholen. Sidney hat gewonnen. Bitte keine Suizide. Er sagt, Sidney hat gewonnen. Sidney hört das, kommt hoch. Und hier ist noch Anton unter Wasser. Und Sidney meinte, er konnte noch 50 Sekunden. Kannst hochkommen. Sidney hat gewonnen. Kommt hoch, verloren. Sidney war auch noch unten. Anton. Sidney sauer, Sidney reklamiert. Visca Barca ist der Gewinner. Und damit ist es Team Willi. Team Willi hat das Ganze auch gewonnen. Robin, kannst du noch mal einmal durchgeben? Aber 1,28, ziemlich cool. Welche beiden Teams haben es denn jetzt ins große Finale geschafft? Und ich sag noch mal alle Punkte. Zweites Spiel bleibt das einzige Spiel, was Team Eli gewonnen hat. ihr seht es nicht. Es ist ein 2:16:27. Die haben das zweite Spiel gewonnen und dann haben sie einfach 7 Stunden nichts mehr gewonnen. Hat und damit gehen ins Finale Team Sidney und Team Willi. Aber als Gastgeber kann man das auch mal machen mit den zwei. Sehr, sehr schön. Absolut. Und Eli hat ja auch den Real-Life-Fußball-Cup in Köln gewonnen. Finale Spiel 1, Elfmeterschießen über den Pool. Reingehen soll und die Bude freihalten soll. Es ist das große Duell zwischen Team Willi und Team Sid. Und wer tritt denn da als allererster Akteur an? Es ist Reason. Broski geht ins Tor. Broski geht ins Tor und Reason ist der erste Mann. Oder der erste Junge. Erster Schuss. Oh, auf die Mitte. Frech in die Mitte. Mitte! Alter, Respekt! Wahnsinn. Wusstest du, soll ich dir mal jetzt wirklich einen krassen Call geben? Bitte? Das wissen viele nicht. Wusstest du, dass im Profifußball Bälle in die Mitte eher reingehen als im Amateurfußball? Echt? Weil die Torhüter so geschult sind, dass sie in irgendeine Ecke springen. Automatisch. Weil die Profis zu doll schießen. Im Amateurbereich gehen weniger Bälle in die Mitte. Fand's. So weird, über den Pool zu schießen, obwohl es nichts ändert. Ja, fand ich auch. Unglaublich. Das finde ich so viel schwerer irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Wenn man eh nicht flach schießt, ändert es nichts. Aber das hat das macht so eine Blockade irgendwie. Wenn man Angst hat, hier die Kante zu treffen. Könnt ihr das so ein bisschen checken? So ein kleines bisschen? Interessanter Call. Omet ist im Tor. Kennen wir noch vom Real Life Cup in Köln. Torwart Gott. Ja! Oh! Eldos, Junge! Eldos schießt daneben. Vorteil Team Sid. Sind den Moos eigentlich? Yeah. Oh, Junge! Und Broski hält ihn. Und Broski hat ihn. Junge! Boah! Ralf Fährmann 2.0. Nico! Der Mann von Waldhof. Ja. Junge! Und dann die Latte. Richtig in Ange geklopft. 1-1, jetzt Prons gegen... Prons kann aber schießen. Ja. Ich weiß, dass er schießen kann. Boah, was ein arroganter Anlauf. Oh, wieder auf die Mitte. Alter, die wollen alle... Die wollen Simon brechen, Junge. Simon ist eine Katze. Er ist eine Katze, guck ihn dir an. Boah, Junge, zeig mal. Er ist so eine Katze. Den habe ich heute Nacht übrigens an der Tankstelle aufgesammelt. Er ist so... Ja, er wurde einfach... Er wurde stehen gelassen. Er wurde... Ach, hat er nicht schon angerufen? Ja. Er wurde einfach von seinem Taxifahrer rausgeschmissen. Oder irgendwie stehen gelassen. Anton, der MVP des heutigen Abends. Absolut. Anton hat bis jetzt geregelt. Alter, wo schießt der hin? Also erstmal schießt er das Ding so weit über die Latte, dass er den Berg runtergerollt ist. Der Ball war weg. Und hatte zu viel Anlauf und ist danach in den Pool gefallen. Also es war der schlechteste Schuss des Abends. Und er ist dabei zusätzlich in den Pool gefallen. Und er fällt nochmal ins Tor. Ey, bitte, ich hoffe, bitte, ist, dass der Ball nicht bei den Ziegen ist da hinten. Er hat es komplett über das Tor geknallt. Boah, Junge. Boah. Der kann, das habe ich gestern gesehen, hat keine schlechte Ballannahme. Gar nicht? Ja. Max, Junge. Aber scheiße. Oh, scheiße. Was war das? Falsch getroffen. Barfuß ist anders als mit einem Fußballschuh. Ich schieße Elfer immer links oben in die Ecke. War scheiße, war kacke, war nichts. Nichts. Über den Fuß gerutscht. Einfach flutscht drüber. Fuck, zack, weg. Ball nass, Rasen nass, barfuß, war ein Drecksschuss. Chat, wollte er den lüpfen? Das sah so aus. Was hatte er vor? Und jetzt Micky. Micky kann, glaube ich, eigentlich nur mit Ich habe den gefühlt nur mit Außenriss getroffen, obwohl ich mit innen treffen wollte. So dreckig. Ums, oder Eli? Micky ist Linksfuß, das wusste ich nicht mal. Boah, Junge, so ein wendiger Dachs. Oh, Michael! 25.000! Michael! Oh, Junge! Junge! Der war ja gefühlt durch und mit durch. Nee, die haben noch einen, soweit ich weiß, oder? Einmal können sie noch. Die müssen jetzt reinmachen, sonst ist das Ding durch. Ja. Wer hat
da, jetzt, Druck. Ahmed muss ran, Chat. Ey, Junge. Ahmed geht ran. Ich erinnere mich an seine Weltklasse. Was für ein Druck. Steffi, du musst einen Elfer schießen über den Pool um 25.000 Euro. Macht ist das Ding durch. Ja. Ahmed, mach die nicht! Punkt für Sydney. Das erste Finalspiel. Für Willi. Geht an Nico. Das erste Finalspiel geht an Willi und damit ist das 1-0 sozusagen. Ja, ja. Ahmed kam vor den Elfmeterschießen zu mir. Ich mach doch kein Hate draus. Bin ich der beste Elfmeterschütze? Sydney kann das bestätigen, Eli auch. Also ich hab nur Kraft. Und er kommt zu mir, ja, du hast in deiner Profikarriere noch keinen Elfmeter. Okay, und ziehen, ziehen, als jetzt zweites Finalspiel Tauziehen. Und das war ein Fehler. Eigentlich sollten Migi und ich nicht mitmachen, weil wir beide nur einen Arm haben. Und dann habe ich gesagt, Digga, lass doch mitmachen. Da ist ein bisschen mehr was in der Kamera. Und ich bin ein Tauziehen-Monster. Ich habe Technik, ich habe das oft gemacht, ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, wir hatten das mal im Sportprofil. Ich bin richtig gut im Tauziehen. Ich wiege 120 Kilo. Und ich wusste, wenn Migi mitmacht und ich mache auch mit, dann wird's geil. Ziehen, ziehen! Ja, ziehen! Ja. Interessant, ey, dass Eldos bei der einen Truppe vorne steht und Sydney bei der anderen, also wie sie das verteilt haben. Die werden das völlig weggezogen. Das Ding ist? Das vergessen ja viele, es sind hier wir wollen, dass das Team von Sydney hat gewonnen. Es sind 30 Grad und die Jungs, man merkt es auch schon, die sind langsam aus. Direkt die nächste Runde, best of 3. Die Sonne knallt hier so rein. Ich habe mir meine Hand so auseinandergenommen, die linke. Ich hab das Seil einmal um meine Hand gebunden. Und dadurch, dass das so gestretched wird, wird das ja so auch ganz heftig doll zusammengezogen, ne? Die hat danach gezittert und war komplett rot, da ging gar nichts mehr. Der erste Punkt geht an euch. 30 Grad und geht's noch mit den Fingern? Nach der Zeit dann so ein Ding rauszuhauen, ist auch immer hart. Mit den Fingern können natürlich noch mal kurz in den Pool rein, ein bisschen abkühlen, aber wir hatten gar keine Chance. Die wollten so mit Schüben machen, gar nichts, kein Millimeter. Ja, wegrutscht, Jungs. Es ist hier so warm, Freunde, und es ist auch wirklich anstrengend. Die Sonne knallt so rein und dann da so ein Spiel ist. Aber es ist interessant, so muss man halt durch. Auf die Plätze, fertig. Zieht! Halten! Broski, Wahnsinns-Outfit übrigens mit dem Stirnband, ey. Boah, guck mal, wie Micky da macht jetzt. Boah, Junge. Boah, Jungs, warte mal. Micky, Junge, sag ich! Man macht gar nichts aus den Armen, es ist nur Körpergewicht und reinlegen. Zieht! Die werden einfach rübergezogen. 2-0! Haben verloren. Wo waren Trimax da? Alter, wo? Ach so, wegen Gips raus. Tatsächlich, ich hab den. Man hat mich nur nicht gesehen in der Kamera. Wo waren Trimax da, sagt er? Kann man das hier sehen? Fertig! Zieht! Halten! Da sieht man, da wird erst die Position angenommen. Das machen die top alle. Reason, völlig falsche Ausgangslage, also das ist nichts. Aber der ist auch erst 15, das ist in Ordnung. Broski, Wahnsinns-Outfit übrigens mit dem Stirnband, ey. Boah, guck mal, wie Micky da macht jetzt. Boah, Junge. Boah, Jungs, warte mal. Micky, Junge, sag ich. Boah, ich werd so Bock auf ein 1 gegen 2 Tauziehen. Scheiße, das mache ich. Ich mache irgendwann ein Event, da machen wir Tauziehen. So doll. Schön so in einem Sand, wo man sich richtig reinkeilen kann. Das ist so, oh, Tauziehen ist eigentlich echt geil. Das macht richtig Spaß, wenn man ein Ogre ist. Sag ich. 2-0! Haben verloren. Wo waren Trimax da? Alter, wo? Ohne Socken auch besser. Ich hab mein Team gesagt, macht ohne Socken, zieht die Socken aus. Ihr habt mehr Grip mit Barfuß. Dann hab ich gesagt, stellt euch versetzt hin und sowas. Da kamen die ganzen Taktiken. Schön in die Hocke, tief nur aus den Beinen, Rücken gerade, gar nicht so viel mit den Armen. Da gab's erstmal ein Powerbriefing. Guck mal, wie wir die auseinandergenommen haben. Wo? Ach so, wegen Gips raus. Tatsächlich, ich hab aber die haben's gewonnen, aber mit einer ganz schönen ohne Überlegung. Ohne Trimax haben die schlecht gemacht. Alter. Hat Max auch richtig mitgezogen. Ah doch, Max hat richtig mitgezogen. Ach so, doch. Mit einer Hand. Ja, ja. Okay. Ist das Urschrei von Sydney. So, wir versammeln uns einmal wieder alle hier, setzen uns alle hin. Das ist das letzte Spiel, was alles entscheiden kann. Es geht um diesen wunderschönen Palmenpokal. Sehr ruhige Hand, finde ich, guck mal. Ja. Und das, darum haben wir uns 25.000 Euro gespielt. Ja, ist nicht zittrig. Das ist nicht 25.000 Euro, wer den letzten Schluck, wer den letzten das war sogar voll viel. Oh, geile es Kamera bewegt sich noch, aber es fällt nicht. Also das war sogar relativ viel, fand ich. Ja. Das ist so spannend. Ahmed, das wird schwer. Sieht aus wie Wackelpudding, aber es ist Vita Welt, Leute. Ja! Ahmed, ist es gewesen. Das erste Ding ist durch. Best of five. Doch gut. Und ich sage, ich gebe euch einen Call, es machen noch sieben Stück und dann wird es erst problematisch. Bro, das ist so was? Außer einer choked halt. Ey, Danny hat auch gut Sonnenbrand, sehe ich gerade. Da ist noch Platz.
Und ich sag's euch, wie es ist, ich hatte einen Vorteil. Das ist ein Balanceakt. Wow, guck, das Junge, ein Tropfen. Alle haben gelacht über Reason, weil er so zittert, weil er so nervös war. Aber das war gut, dass der so zittert. Dadurch hat man es geschafft, genau einen Tropfen zu bringen. Und ich hatte einen riesen Vorteil. Ich hatte gefühlt ein Stativ. Das ist wie ein Gimbal. Das ist wie eine Halterung. Ich war so stabil. Das war insane. Das war wie Cheaten. Das war wie so ein Zweibein, was ich da aufstellen kann für 100% Präzision. Der Gips in diesem Spiel, das Beste, was du machen kannst. Gips, völlig OP. Ein Tropfen. Und du weißt halt, wenn er zurückkommt, ist es beim nächsten Mal noch schwieriger. Miki war so nervös, er hat den Becher so doll gegriffen. Berühren, weil dann er hat gefühlt den Becher kaputt gemacht in seiner Hand, weil er so nervös war. Fliegt er was runter. Ja. Er ist sehr nah dran. Ich beneide die Jungs echt nicht da unten. Boah, das. Auch gut. Ich bin auch ehrlich. Das hat so keinen Spaß gemacht. Das war so ein Riesendruck, um 25.000 Euro einen Tropfen in das Glas zu machen. Bricht einfach nur. Noch 5. Und jetzt Reason. Reason scheint mir irgendwie so am nervösesten zu sein. Das sieht man an seinen Händen immer. Ja! Ich war so sauer. Da war ich auch. Weißt du, ich liebe Reason, aber da war ich sauer. Ich sag ihn 5 Runden davor: Ey, greif dir ans Handgelenk. Pass auf, dass du den Tisch nicht berührst. Und zitter und mach ganz langsam, lass dir Zeit. Und er so, ey, gib mir keine Tipps, ich brauch nur Ruhe, dann schaffe ich das. Ich sag einmal nichts, er steht auf, kommt gegen den Tisch, das Ding läuft aus. So, muss ich auch mal sagen. 5 Runden davor sag ich, pass auf, komm nicht gegen Tisch. Sagt er, hey, ich brauch keine Tipps. Wenn mich in Ruhe lässt, dann schaffe ich das safe. Steht auf, Tisch. Das war's. Ich coach ihn jetzt bis zum Rest seines Lebens. Berührt. Technischer Fehler quasi. Oh mein Gott, hat er das Ding berührt? Das heißt, um 25.000 Euro berührt er den Tisch. 2-0 für Willi. Aber das ist egal, er bereut es selber. Es ist schon genug Strafe für ihn selber. Er hat es beim Hinknien quasi berührt. Wir comebacken das. Jetzt wird der Comeback noch. Das war mein Bad. F in den Chat, Freunde, er ist dagegen gekommen. Oh. Das Billy heißt, hat hochinteressant, was Mickey macht. Ja. Wechselt mal die Perspektive, immer gut. Ey, der Tisch war schon wackelig und selbst die Holzbretter hier waren wackelig. Also jeder einzelne Schritt konnte alles entscheiden. Boah, das war ein Tropfen. Es war ein Tropfen. Und wie der sich von hinten nach vorne zieht. Das war so knapp, oder? Real Talk. Guckt euch den Tropfen an. Wie viel Spannung da ist, aber es geht nicht. Guck mal. Das finde ich so, das ist doch krass, oder? Seht ihr das? Aber es war ein Tropfen. Seht ihr das denn? Das ist Physik. Die brauchen wirklich den Tropfen jetzt von Eldos. Willis Team war 2-0 geführt. Sie müssen das Team, was zu... Da seht ihr jetzt hier den Highlights auf YouTube nicht. So eine Runde ging immer so 20 Minuten, bis das Ding voll war. Erst 3 Punkte macht, hat gewonnen. Es ist ein Best of 5. Eldos Junge, ganz stark gestern auch im Megapark. Als ich um 2 gefragt habe, wollen wir nach Hause gehen, sagte er nein. Was sagt er jetzt? Er sagt ja. War sogar viel. Er macht richtig viel rein und es fällt nicht. Das war sogar wirklich viel. Ob das mal so gewollt war. Er hat so viel reingemacht. Guck mal, wie viel. Oh, Junge. Das sind 10 Tropfen oder so. Wie schlecht. Oh Mann, Alter. Ist ein Fluss. Das ist so lucky. Und jetzt wurde es dadurch, dass er so viel gemacht hat, noch viel, viel schwerer für uns. Er hat viel reingeschüttet. Ach, war unabsichtlich so gut von ihm. Omet. Und Dannys Beine sind da auch sehr gefährlich, muss ich sagen. Und Sid macht's jetzt sehr, sehr gut. Es sind nur 1,5 Tropfen oder irgendwie sowas. Es läuft drüber. Weil fucking Eldos da einen halben Liter am Ende nochmal reinschüttet. Das ist krass, oder? Eldos schüttet einen halben Liter rein. Sid macht einen Bruchteil von dem, was Eldos gemacht hat. Aber weil Eldos da einfach das komplett in den Becher reingeschüttet hat, läuft's drüber. Oh, das ist es durch! Das ist es! Das Ding ist durch! Sag ich! Das Ding ist durch! Das Ding ist durch! Das Ding ist durch! Willis Team kam spät, aber mit Oho in diesem Wettbewerb. Waren gestern absoluter Underdog und sie haben es geholt. Bodenlos, habe ich gelesen. Sie haben ein Gewinnerteam. Sie haben es geholt. Ich würde sagen, Eli geht nach unten zu Marc. Ich bin so stolz auf dich, Eldos. Ich bin stolz auf dich, sagt Miki zu Eldos. Und Wahnsinn. Also, Team Willy hat die allerersten Summer Games 2020. So sieht's aus, gewonnen. Team Willy. Ein Herzschlagfinale.
Also was war das denn bitte für ein spannendes Spiel? Ich habe immer noch echt Probleme, hier gerade mal wieder hochzufahren. Holy shit. Es gab eine Abstimmung am Anfang. Ich weiß, da warst du noch nicht da. Gestern, wer gewinnt? Ja. Da war zu 56% Team Eli Geller, dann Sydney und dann wir mit nur 16%. Und wir sind wie der Phönix aus der Asche emporgestiegen. Digga, dicke Props an Wieso Phönix aus der Asche? Das habe ich nicht verstanden. Die waren noch die ganze Zeit Erster. Digga, an Willi, an Broski. An The Goat, der hat heute so gecarried, Koffer packen, ja, Fußball, komm mal ran. In allen, komm mal her, ja. Na, ihr kriegt auch noch einen, Ballon d'Or. Ihr kriegt auch noch einen. Ich hätte nicht gedacht. Anton hat's echt gerissen, der hat glaube ich, der hat 5 Spiele im Alleingang gemacht, das war ganz krass. Der Pokal, ultra geil, aber wisst ihr, wo der Pokal überhaupt nicht geil ist? Am fucking Flughafen. Micky hat 2 Stunden besoffen mit tausenden Leuten am Flughafen diskutiert, mit einem katastrophalen Englisch. Und das Ding, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, er hatte das Ding am Ende einfach im Flieger in der Hand. Das war noch nicht mal Sondergepäck oder irgendwas. Das ist einfach, das ist im Flugzeug. Wie kann das legal sein? Da könnten locker 20 Messer und ein halbes Sturmgewehr drinne verbaut sein. Also, wie kann man das in ein Flugzeug kriegen? Darf ich ihn geben? Wer möchte ihn hochhalten? Kapitän. Ja, gut, ja, dann nimmt ihn einmal hin. Jungs, lasst euch feiern. Was war das für ein geiler Tag? Also ohne Witz, geile Spiele, so viel Spannung nochmal. Alle nochmal zusammen. 25.000 Euro. Wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Was haben die hier für eine Szene noch drin? Von uns. Die Assi. Okay, nur ein Foto. Es gibt 7 Fotos von mir, ich bin auf allen besoffen. Wieso haben die kein normales von mir gemacht? Willi hat aber auch einen geilen Körper, muss man einfach mal sagen. Geil. Sehr, sehr geil. Ey, es war so eine geile Zeit. So ein geiles 1-Million-Special. Riesengroße Props. Absolut nice.